shit. Was haben wir denn hier? Die Spendenbox vom Pfandgeld. Die müssen wir noch wegbringen. Also wer was spenden will, darf es gerne tun. Davon kaufen wir dann wieder neue Messer. Was haben wir bekommen? Schnell mal ein kleines Unboxing. Päckchen. Messer, nicht in der Beschreibung. Dann machen wir es mal schnell auf. Sehr scharf. Kann man empfehlen. Kriegt man bestimmt vom Polenhändler seines Vertrauens. So. Aufgeschlitzt das Ganze. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben nämlich ein ganz paar Sachen bestellt bei Amazon. Oh je. Oh je. Ja. Wie gesagt, das gute Stück wird da andere Mitarbeiter noch in die Beschreibung verlinken. Gibt es bei Amazon. Hui. So, was haben wir dazu? Also insgesamt für 27,99. Sie sind ein 5-Sterne-Kunde. Meine Fresse, gibt es bestimmt nächstes Mal einen riesen Gutschein. Was haben wir hier? Aha, wie gesagt, das Ding heißt Sword of Zombie Death. Also gut, also wir müssen uns vorbereiten auf die Zombie-Apokalypse. Weiter. Ja, sehr schwer. Hätte ich nicht gedacht. Die kommen mir schwerer vor, wie ich gedacht habe. Feder 20er Stahl, das ist auch nicht schlecht. Klinge ist briniert. Na, oder lackiert. Jedenfalls, gut, richtig scharf ist es nicht. Aber ist für so ein Wurfmesser auch nicht so wichtig. Kameramann, du fängst? Okay, kleiner Witz. Wie gesagt, davon sind zwei Stück dabei. Bin ich überrascht jetzt. Gut. Und das ist das gute Stück. Braucht keine Sau. Weg damit. Na, wie sieht das jetzt hier schon wieder aus? Mann, Mann, Mann. Ach, das ist, finde ich, schon mal ganz gut. Hier oben kommen diese rein hier. Zack. Und hält das? Ja. Ja. Und hier das andere? Bestimmt unten drunter? Ja. Gut, muss man dann mal in Ruhe machen. So, jetzt das gute Stück raus hier. Ja, es ist pieksam, das ist ja wichtig. Es soll ja auch nicht gleich brechen beim ersten Mal. Also das werden wir auf jeden Fall testen. Ich denke mir mal Melonen- oder Ananas-Video. Da steht die Jugend drauf. Also ich würde mal so sagen, so schlecht sieht das gar nicht aus. Bin ich jetzt überrascht. 24er Stahl, okay, das ist jetzt nicht super besonders, aber jetzt auch nicht schlechtes. Es ist wirklich spitz. Liegt gut in der Hand. Okay, freut euch auf Tests. Tschüss, Freunde.